Ach, hier waren wir doch ganz am Anfang mal. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja, ja. Hier sind noch diese Musikboxen drin, war das nicht so? Yep. Wir sind bereit für dich! Und hier waren wir doch auch mit dieser Virtual Reality Mission, wo die Tante da retten mussten. Ja. Ja, warum muss man den einfach mal? Nein, die Psycho sind auch was von der Nähe, machen die ziemlich viel Schaden. Ja. Mitnehmen. Ach ja, ich stehe mir diese ganze Figur um. Lass deine Geschenke fallen oder du bist fällig! Ach ja. Nette Sachen! Hey, was gefällt dir an der Gottkönigin Tyreen am besten? Ich mag ihre Tattoos. Irgendwie heiß. Ah, sind wir hier auch, glaube ich, in der Ecke, wo wir nicht waren, selbst zu machen. Nee, ich dachte, wir waren schon. Und jetzt rein da! Und lass keinen dieser Möchtegern-Mouthpieces am Leben! Oh-oh, da versuchen ein paar Kammerdiebe, sich ins Rampenlicht zu drängen. Erledigt sie für mich. Für uns. Oh yeah! Ich bin mal gespannt, ob sie ihren Bruder noch hintergeht. Kuckuck, ich bring dich um! So. Wisst ihr was? Uns läuft die Zeit davon. Also, was muss ich über dich wissen, mein Großer? Nun, ich sehe so aus und klinge genau wie der letzte Typ. Die haben ja sicher einen ausgewählt, den töten wir dann wieder. Mouthpiece. Ja, Gottkönigin! Ich werde dein Kriegsschrei sein! Okay, großartig. Erste Aufgabe, töte den Kammerdieb. Tja, sieht so aus, als hätten wir es nicht geschafft, das Vorsprechen rechtzeitig zu stoppen. Aber wir können trotzdem den neuen Mouthpiece erledigen. Geh einfach auf, du Ach ja, wir müssen hier einfach einmal durch. Yep. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann ballern wir uns da mal durch. Aua. Irgendwas hat hier da. Wirf mich auf den Scheiterhaufen. Ein neues Opfer. Viel Glück im nächsten Leben. Für die Kalypso. Ich sehe totes Fleisch. Jetzt in 4D und ohne Sicherheit. Wo ist immer dieses Schild heimlich? Ich werde mich nie vergessen!
Boom, weiter geht's. Ja, aber dann bald Level 33. Ja, da sind wir doch schon. Ja. So, nochmal nachladen, kann ich hier nochmal ein bisschen Munition holen, sowieso. Du hast irgendwas Cooles hier. Munition. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. So. Mehr schießen. Sag dann Bescheid, wenn du soweit bist. Janio! Auf den Kollegen, ja. Warte, wir sollten mal den Gerücht laufen, da kann, können wir ihn flankieren. Ja. Aua, na, hier war so. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, ist gut. Aha. Spitzen wir schon wieder neben mir rum. Du bist besser als ich! Oh. Ah, was für ein Ich glaub, wir haben... Nein, du hast ein paar meiner Anhänger getötet. Wehe mir. Wo werden wir jemals mehr finden? Oh, richtig, überall. Tschüssi. Verlierer. Ah, die beiden sind wie Wackenlarven. Lass sie nicht unter die Haut. Ein kleines Ding. Nee. Im Ernst. Ich habe gehört, dass Mautspieß so ein Versteck irgendwo in der Nähe seiner Orgel hat. Probier doch mal diese Tasten aus und schau, was passiert. Gerne. Probieren wir mal die Tasten. Kommst du hoch? Ja, warte. Ja, eine Sekunde, bin da. So. Da, spielen wir mal ihr Orgelkonzert. Oh, geheime Vorräte! Toll! Sieh dich um! Na also, ein netter Fund! Jetzt komm zurück! Oh, ja gut. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Jetzt eine große Kiste ganz von einer. Irgendeine Granate. Prallt ab und explodiert bis zu 3 Mal plus 20% heilt um 30% verursachten Gesundheitsschaden. Sucht sich den Weg zum nächsten Ziel. Das rüste ich mal aus, die teste ich mal. So, weiter geht's. Nun müssen wir hier wahrscheinlich wieder zurück. Jo. Du bist so doof, du springst mal noch hinterher, gell? Oh. Wir müssen da außen lang. Das war mir so klar. Hab mir Vertrauen, dass ich hier sitze. Ist unerschütterlich. Ja. Aha, nee, das nicht unbedingt. Ich werde immer wieder enttäuscht. Oh, was ist hier denn? Das sah nur gut aus. Die Tür ist so gut. Ne, nimm schon. Licht gibt's hier. Ach doch, wir kommen auch runter. Ja. Hüpfen wir mal zurück.
echt doof, dass wir Worte kaputt gemacht haben. Was? Es ist echt doof, dass wir unser Auto kaputt gemacht haben. Ah ja, wir sind noch gleich da. Und hier hätten wir eh kein Auto fahren können. Hier gibt's doch ein Auto. Ach, hier ist das irgendwie. Ja, ja, klar. So, Auto da. Wollen wir uns nicht im Main Quest weitermachen? Ja, wir müssen jetzt eh auf die Sanctuary und von daher gucken wir den Main Quest wieder. Kante. Aber du kannst diese Kakteen kannst mit dem Auto umfahren, wenn ich dann mit meinem Raketenwerfer drauf schieße, passiert gar nichts. Ja, das sind halt raketensichere Kakteen. Kennst du die nicht? Ja. Ganz bekannte Art. Hab ich auch bei mir. Damit kannst du alles machen. Kannst du Panzer drüber fahren, passiert nichts. Halt, da ist Schnellreise drin. Wir wollten. Erstmal müssen wir zu Ellie. Also Ellie ist ja eh auf der Sanctuary. Gut, dann passt das ja. Ich kann gerne mal in den Schwarzmarkt gucken unten, was es da so gibt. Da wollte ich eh mal wieder gucken, was die so im Angebot haben. Aber das ist gut, da komme ich dann wenigstens weg und es wird nicht ganz so spät. Achso, was wolltest du jetzt noch machen? Wo wolltest du jetzt noch hin? Nochmal zu einem Kumpel. Achso, ja, stimmt. Da passt mir das ganz gut. So, Ellie besuchen. Und dann habe ich auch genug Screentime durch die ganzen Dinger. Wir hatten ja heute dann 4 Veranstaltungen am PC hintereinander. Das schlaucht ganz schön. Oh, ich bin wieder über die Scheibe gelaufen. Der beste Weg, um jemanden zum Schweigen zu bringen, ihm seine Fresse wegzupusten. Gute Arbeit, Kajot! Ja, ey, coole Waffen hat er ja jetzt mittlerweile schon, ey. Was bist du wieder bei unserem Dingsrennen, wa? Ja. Das gibt's ja eigentlich hier zu kaufen. Ist mir lieber, achso. Könnte ich sagen, aber man soll nicht lügen. Ich verkaufe dich an Amateure! Das hier ist mit Hand! Ja, sparen wir noch ein bisschen. Kaufwagen! Oder verzieh dich! So, das haben wir, das haben wir. Da müssen wir erstmal richtig da. Mittlerweile kenne ich mich ein bisschen aus und weiß, wo ich lang muss. Ich nicht. Ich warte vorm Eingang. Zur Brücke. Ach da. Gut. Ui. Der Kammerjäger ist hier. Merkwürdige Zeiten. Ich hätte gedacht, als Kammerjäger würde man viel... Hey Killer. Danke, dass du Tennis gerettet hast. Offenbar kann ich immer auf dich zählen, was auch passiert. Ich wollte es dir sagen, aber heutzutage hat man als Sirene eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wir sollten uns um die gegenwärtige Situation kümmern. Auch wenn der Kammerjäger den Spendenaufruf der Kalypsis verhindert hat, haben sie bereits enorme Mengen der Legion gesammelt. Sie werden es für etwas benutzen. Vielleicht zum Öffnen der großen Kammer. Tennis, soll das heißen, dass es die große Kammer wirklich gibt? Ja, ich bin ganz beim Kammerjäger. Was? Ich beziehe mich lediglich auf die vorliegenden Beweise. Lilith, wenn es die große Kammer gibt, muss im Inneren eine sehr mächtige Kreatur sein. Die Kalypsos sind bereits Monster. Ich will nicht erleben, was geschieht, wenn sie diese Art von Macht stehlen. Als sie mich gefangen nahmen, brachten sie mich in eine Festung, in der sie ihre Iridiumspenden sammeln. Was immer ihr Plan auch beinhaltet, es wird dort passieren. Dann wird das unser Ziel, Killer. Begib dich zu Rolands Grab und sag Warn, er soll die Raiders zusammentrommeln. Wir bringen das jetzt zu Ende. Blutfäde! Ja, dann wissen wir schon mal, wo wir da hin müssen. Ja, ich hab schon am Ende des Schiffs. Ja, und zu unserem Freund in Unterhose.
Zeit. Kannst doch nicht alle so erschrecken. Ja, ist auch immer schön, wenn du, wenn ich auf Arbeit niese und mich dann alle Kunden drauf angucken. Ja, meine Güte. Manche sind halt auch Gründe. Vom Niesen ist ja manchmal ein Symptom. Manche sind einfach nur blöd. Ah, hier, Pandora. Devil's Razor. Da, oh, das passt doch direkt. Na, wir müssen wieder dorthin, wo unser. Ja, da ist ja auch direkt ein Schnellreisepunkt. Deshalb meinte ich ja, das passt hier direkt. Ja, das ist da gleich. Kann ich mir da langsam Gedanken machen, was ich als nächstes Let's Play-Projekt mache oder so? Mal überlegen. Ich weiß nicht, cool wäre es, wenn wir jetzt noch so viel. Wir müssen nochmal dann eine Aufnahme machen, die nächste Aufnahme machen wir nochmal ganz viele Nebenmissionen. Weil am liebsten wäre es, wenn wir bis 15. August kommen. Also bist du ein Semester-Fan? Ja, dass ich mir nicht noch ein neues Projekt während der Prüfungszeit überlegen muss. Kommt die denn jetzt auf einmal her? Ja, die. Haben wahrscheinlich einen Präventiv-Angriff gestattet. Ich muss meine Fummel wieder voll machen. Zu schwach, Schlappschwanz. Gerade rechtzeitig, Kammerjäger. Ich dachte, wir wären Geschichte. Nein, nicht so schnell. Zeit, die Crimson Raiders ein für alle Mal platt zu machen. Taryn, schick. Raiden. Ich salbe dich, Verwüster von Rolands Schimmelkiste. Iridium, scheiße ja! Geh hin und vernichte, mein Gladiator, dein zukünftiger Gott befiehlt es! Ah, das Auto-Sniper ist schon was Feines. Ich hab auch, meine macht auch so richtig viel Schaden. Warte. Oh, wo sein? Ey, da kommt Teleporter auch zu dich. So, jetzt guck mal, wie viel schön Schaden die macht. Oh ja, oha. Feuer und macht über 900 Schaden pro Schuss. Das Ding ist geil. Ich könnte tatsächlich mal eine bessere Schrotflinte gebrauchen. Mein Inventar ist voll, ich muss einfach hier runter was verkaufen. Nee. Reden wir, Bro, Klartext! Hey, ich hab gehört, dass wir einen Angriff auf die Festung der Kalypso starten! Endlich! Ich bin dabei, Bro! Ich hab die Schnauze voll davon, nur ein Spielball der Kalypsos zu sein! Blutfeder! So. Hört mich an, Bros und Brosinen. Das ist unser Moment. Wir werden die Tore der Kalypsos stürmen und diesen Posern zeigen, was passiert, wenn man sich mit diesen Crimson Raiders anlegt. Crimson Raiders, in die Baustelle! Dass du nicht mittlerweile nicht mal mehr ins Automenü rein musst, um eins zu spawnen, sondern nicht noch davor stellen musst und Q drücken musst. Vorwärts, meine Crimson Armee! Vorwärts zum Sieg! Hier lang, gell? Ja. Sieht so aus. Ihr greift uns an. Echt jetzt? Fresst Geschütze, ihr Arschwaffel! Nee, das sind. Warte. Ah, Kacke. Ich hab mich schon gefragt, wo die hin sind. Bis später, Crimson Verräter! Lauf weg! Wir können die Festung der Kalypsos nicht erreichen, solange diese Geschütze aktiv sind. Ich kann sie vielleicht per Phasenverschiebung ausschalten, aber dafür brauche ich meinen Iridium-Verstärker. Er ist in einem Geheimlabor unter einer alten Dahlmine in der Nähe. Wong zeigt dir den Weg. Ah. Ich bin im Winter gestorben. Was, du bist gestorben? Ja, das Auto ist kaputt gegangen und ich habe genauso eine Rakete in die Fresse gekriegt. Aber, na gut. Wir treffen uns bei ein bisschen gut. Ja, ich werde hier gerade in so ein paar rollenden Rädern verfolgt. Ach nee, warte mal, hä? Oh yeah!
das ist scheiße gelaufen. Aber solange du überlebt hast, haben wir noch Hoffnung, Bro. Also, das ist ein bisschen komisch. Ein Geist in meinem Kopf hat mir gesagt, du bräuchtest Hilfe dabei, in die alte Dahlmine zu gelangen. Ich helfe dir. Eine Sekunde. Cardio leben! Wirkt mein Hintern aus deiner Sicht fett? Fast geschafft! Zur Mine geht's da lang. Ist das mit dir oben? Ja, das ist bei mir. Bitte sehr! Ja! Da. Oh, das ist schnell reisebar. Geheimlabor wartet, geh jetzt dorthin!